Euer Hansi Kabakas hier. Ich möchte mal kurz über mein nächstes Projekt reden. Und zwar habe ich hier eine alte römische Trireme von Zvezda auseinandergenommen. Eben auf Wasserlinie gebracht, weil ich da eben ein Seeschlachtdiorama bauen möchte. Auf das Seeschlachtdiorama soll dann auch noch eine karthagische Trireme kommen und auch Haufen Figuren natürlich. Und ich werde euch dann auch zeigen, wie man vielleicht Wasser darstellt und so weiter und so fort. Wie ich jetzt schon am Anfang erwähnt habe, das ist ein altes Modell, das habe ich vor ein paar Jahren schon gebaut. Ich wollte eigentlich auch einen neuen Bausatz erwerben, aber das wäre dann zu teuer kommen und ich finde, da kann man auch noch was Gutes draus machen. Aber eben die Ruder entfernt, die werde ich nämlich in eingezogener Position darstellen, weil sonst eben die Enterbrücke nicht drüber reicht und es war damals scheinbar auch eben gang und gäbe bei einem Rammmanöver die Ruder einzuziehen, damit man sie nicht beschädigt. Sonst wäre das Schiff eine sitzende Ente. Außerdem fehlt der Hauptmast, weil der wurde auch abgenommen vor der Schlacht und meistens am Land deponiert, weil es erhöht ja auch den Schwerpunkt und wenn man von der Seite krampft, wird das Schiff leicht erkennt. In der Schlacht wurden die Schiffe eigentlich nur mit Ruderkraft betrieben, damit man auch richtig Schwung holen kann und dementsprechend viel Energie zum Rammen aufbringt. Der Bausatz von Zvezda hat eben auch diese Enterbrücke, den sogenannten Corvus. Die Haupttaktik der Römer war weniger das Rammmanöver, sondern einfach entern und mit ihren überlegenen Landstreitkräfte eigentlich zur Geltung bringen zu können. Und wie gesagt, die Position wird dann irgendwie sein, dass das karthagische Schiff hier vorne ist und dann der Dorn, oder der Schnabel vom Rabi sozusagen im Deck steckt und dann die Legionäre rüberlaufen und das dann entern. So typisch diese römische Enterbrücke dann auch war, sie wurde nur im ersten Punischen Krieg verwendet. Man weiß nicht genau warum, sie taucht danach einfach nicht mehr auf. Es gibt Vermutungen, dass es mit einem großen Unglück zu tun hat, und zwar kam es eben im ersten Punischen Krieg mal zu einem großen Sturm, in dem die eigentlich erfolgreiche römische Flotte mehr oder weniger komplett verloren ging. Und man vermutet, dass eben diese Brücke dazu geführt hat, dass das Schiff kopflastig wurde und dann noch leichter kentern musste eigentlich als üblich. Das gilt auch übrigens als die größte römische Niederlage aller Zeiten. Man hört da zwar immer von Cannae oder Schlacht von Teutoburger Wald, aber bei diesem Seeunglück, wovon ich spreche, sind über 100.000 Menschen gestorben. Noch ein paar Worte zu den antiken Schiffstypen allgemein. Also es gibt eigentlich immer die großen drei Militärschiffstypen, die Bireme, die Trireme und die Quinquireme. Man spricht meistens davon, eben eine Bireme hat zwei Reihenruder, eine Trireme drei Reihenruder und eine Quinquireme fünf Reihenruder. Neuere Forschungen und auch die Quellen lassen aber anderes vermuten, weil zum Beispiel, ich glaube, Polybios oder so erwähnt mal, dass eine Quinquireme weniger Ruder hat als eine Trireme. Das kann ja gar nicht gehen, wenn sie mehr Decks hat. Dann wäre sie ja viel kürzer und dann aber extrem hoch, also das wäre seltsam. Wahrscheinlich ist, dass damit einfach gemeint ist, wie viel Mann an einem Ruder sitzen, was natürlich irgendwann auch seltsam wird, weil bei einer Quinquireme würde das bedeuten, dass fünf Mann an einem Ruder sitzen, also die äußersten Jungs müssten ja praktisch jedes Mal aufstehen beim Ruderschlag und die ganz außen hätten praktisch gar nichts zu tun, weil sich das Ruder ja dann weniger auslenkt. Also das führt auch zu wenig. Wahrscheinlich ist es so, dass eine Quinquireme auch drei Decks hat,
Aber eben zwei Mann auf der obersten Reihe pro Rudel, zwei Mann auf der mittleren Reihe pro Rudel und ein Mann auf der untersten Reihe. Also es gibt zumindest technisch am meisten Sinn, aber eigentlich ist es so, dass man über die antiken Schiffe sehr wenig weiß, trotz einiger archäologischer Funde. Man kann auch aufgrund der Quellenlage schwierig Rückschlüsse ziehen, wie sich das jetzt tatsächlich verhalten hat. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht, dass wir es hier einfach mit einer Beschreibungsexplosion zu tun haben. Das kennt man vielleicht vom Waschmittel. Erst hat man Waschmittel XY und dann hat man Waschmittel XY2 in 1 und dann Waschmittel XY5 in 1 und im Endeffekt ist es und bleibt Waschmittel. Eine Sache, die man auch immer wieder falsch hört über diese sogenannten Galeeren, ist, dass die nur von Sklaven gerudert wurden, die da eben zur Strafe den Dienst haben machen müssen. Das ist natürlich Schwachsinn, weil mit einem Haufen ausgehungerter Sklaven kann man kein Kriegsschiff betreiben, sondern das waren top ausgebildete Spezialisten, gut bezahlt, waren meistens Griechen oder von anderen Seevölkern, weiß ich, Illyrer etc., die da eben angeworben wurden, weil die einfach die Reputation hatten, das eben perfekt zu machen, den Job. Hier noch einen kleinen Blick dann auf die karthagische Trireme. Ist im Prinzip dasselbe Bausatz wie die römische Trireme, nur dass da eben nochmal ein Gitter dabei liegt, wo dann eben ein bisschen unterschiedlich ist. Meiner Meinung nach ein guter Bausatz, nur schade, dass der eben nämlich hergestellt wird, ist nur noch schwer zu bekommen, am besten auf eBay, muss man schon mit 40 Euro rechnen, aber ich finde, es lohnt sich, weil sieht einfach toll aus. So, als Besatzung gibt es dann eben die republikanische Infanterie, auch von Caesar, der ist sogar zweimal, man weiß ja nie. Das sind ziemlich ausgezeichnete Figuren. Dann einmal von Italerie, römische Infanterie, die sind zwar ein bisschen zu spät von der Periode her, die passen eher zum Caesar, aber die eignen sich hervorragend für Umbauten. Also man kann aus denen sehr gut Triarier machen, ein bisschen Alufolie und Sekundenkleber. Sehr gut auch die Figuren. Dann auch römische Kavallerie. Ich brauche aber nicht die Pferde, sondern das sind auch nochmal zwei Infanteristen dabei, die man auch als Triarier benutzen kann. Und natürlich auch ein paar Karthager. Sind auch ganz tolle Figuren, kann ich mal zeigen. Ich brauche natürlich noch ein paar mehr Karthager, aber das wird sich schon was finden. Vielleicht nochmal das Set oder von Head oder so. Das einmal dreimal hier und einmal noch Offiziere. Vielleicht Signus. Tolle Posen. Ja, das wird ein bisschen mühsam, die zu bemalen alle und dann auch einzeln aufzukleben, aber das wird schon werden. Den richtigen Baubericht wird es dann erst geben, wenn ich die karthagische Trireme baue, weil hier, wie gesagt, das ist ja nur noch das ausgeschlachtete Stück und da möchte ich eigentlich nichts demonstrieren können. Wie gesagt, ich möchte eigentlich den Hauptpunkt auf die Trireme legen und auf das Wasser. Und vielleicht Figuren, aber auch nur, wenn ich da nur die Nerven dafür habe. Mal sehen. Dann wünsche ich euch in der Zwischenzeit frohes Basteln und haut rein. Ich freue mich drauf, eure Werke zu sehen.